stehe jetzt hier in der Malerstraße in Oberloschwitz. An dieser Stelle stand bis 1998 die Villa Friedau. Das war das Sommerhaus des Zahnarztes und Komponisten Franz Curti, ein Komponist aus der Schweiz, der in Dresden aber seine Karriere machte. Curtis Opern wurden in Dresden nie aufgeführt, dafür aber viele seiner Männerchöre, denn Franz Curti hat in Dresden mehrere Männerchöre geleitet. Und die Singakademie Dresden widmet ihm deshalb ein kleines Straßenkonzert an der Franz-Curti-Straße. Franz Curti hat sich bei der Gartenarbeit eine Lungenentzündung zugezogen und ist hier in Oberloschwitz gestorben. Seine Witwe hat danach es durchgesetzt, dass ganz in der Nähe seines ursprünglichen Sommerhauses eine Straße nach ihm benannt worden ist. Ein großer Teil der Dinge, die ich Ihnen jetzt erzähle, beruht unter anderem auf Recherchen von Christoph Münch, der heute hier auch da ist und einen Artikel bei Musik in Dresden kürzlich über Franz Curti geschrieben hat. Es gab dann eine neue Oper noch 1887 mit dem interessanten Titel Hertha. Ja. Und diese wurde ausgezeichnet, die gefiel dem Herzog von Sachsen-Altenburg so sehr, dass er da eine goldene Medaille erhielt für diese Komposition. Seine Bekanntheit stieg auch und er wurde dann 1889 schon in einem Dresdner Adressbuch verzeichnet als Zahnkünstler, auch Komponist.